Willkommen zurück bei unseren Explorern. Und wir waren auf dem Weg in die Wüste, denn wir haben ja extra einen Perk genommen, dass uns in der Wüste eine bessere Bewegungsgeschwindigkeit gibt. Das heißt, in die Nordpolregion werde ich nie wieder gehen. Nie wieder! Da liegt nur noch irgendwo die Leiche unseres Kameraden vom letzten Mal. Oh nein, da fällt mir ein Mist! Wir haben den Deserteur gar nicht gefunden beim letzten Mal. Ah, das ist doof. Aber wir nehmen trotzdem jede Quest an. Also das ist ja jetzt nicht so schlimm. 50 Ruhm, mein Gott, naja, sei es drum. Die Dinger brauchen wir, glaube ich, gar nicht, oder? Polarstation. Scheiße, Tickets. Am frühen Morgen bahnte ich mir meinen Weg zu den Docks. Die Crew musste noch einige Vorbereitungen treffen, also versuchte ich, so gut wie möglich zu helfen. Der Soldat, der uns gebeten hatte, Conrad, den Deserteur zu finden, trat an uns heran. Als er hörte, dass wir keinerlei Informationen zu Conrads Verbleib und Status für ihn hatten, schien er sehr enttäuscht zu sein. Ein Kaufmann hatte ein interessantes Angebot für mich. Er trug uns auf, einen wertvollen Steingötzen ausfindig zu machen, das in einer Siedlung der Ureinwohner in dem Gebiet, zu dem wir aufbrechen sollten, zu finden sein sollte. Er garantierte uns eine stattliche Belohnung, falls wir das Artefakt bergen sollten. Ja, natürlich machen wir das. Er nickte uns dankbar zu und wünschte uns viel Glück. Da sich Neuigkeiten über meine glorreichen Abenteuer weit verbreitet hatten, hatten die Berichte über meine Heldentaten allerhand abenteuerlustige Gestalten angelockt. Ich wurde von mehreren fähigen Personen angesprochen, die Wahrheit über die Legenden meiner Taten erfahren wollten. Tja, wen wollen wir denn als nächstes essen? An dir scheint viel dran zu sein, du bist auch schon eine Köchin, du kannst dich selbst zubereiten. Ein Künstler oder ein Kultisten? Rassist? Was? Ist voreingenommen und aggressiv gegenüber Mitgliedern einer anderen Rasse oder kultureller Herkunft. Und ein Koka-Experte, na toll. Ein Künstler, naja gut, einen Künstler möchte ich jetzt nicht unbedingt dabei haben. Aber der wäre ein Kämpfer, das wäre natürlich von Vorteil. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, wen ich mitnehmen will. Lebenskraft 6, 4, 6. Was ist denn mit ihr? Chefkoch. Koche Fleisch, um geistige Gesundheit zu gewinnen. Ja, das wäre natürlich vorteilhaft, wenn wir Gegner erlegen. Aber einen Kultisten dabei haben oder eine Köchin, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir nehmen die Köchin mit. Wenn es wieder zum Äußersten kommt, dann können wir sie essen und alles ist gut. Ein Koch wie Juliette Popoucher in unserer Expeditionsgruppe zu haben, konnte nur von Vorteil sein. Endlich war das Schiff bereit abzulegen. Ja, da möchte ich gerne Ausrüstung kaufen, nämlich Wüstenausrüstung, wobei da brauchen wir eigentlich nur Wasser, ne? Das ist ja, das Ding können wir mal im Schiffslagerraum lassen, die können wir auch drin lassen. Was wir in der Wüste brauchen könnten, ja, was wir auf jeden Fall mitnehmen sollten, wäre wieder ein bisschen Whisky. Wir haben keine Schokolade mehr, keinen Whisky mehr. Wenn es wieder zum Äußersten kommt, will ich nicht ohne Whisky dastehen. Ich möchte auch ein paar, na gut, nicht so viel, 3 Stück sollten reichen. Speere haben wir noch mit dabei, Schaufeln, Fackeln haben wir 4, machen wir 5 draus. Ansonsten Macheten brauchen wir hier, glaube ich, nicht. Dynamit könnte Berge aus dem Weg sprengen, könnte eventuell mal, nee. Wir bleiben erstmal hier bei dem, was wir jetzt haben. Moment, jetzt ist noch die Frage, was machen wir denn mit der Schildkröte? Sie wächst, die behalten wir, glaube ich, erstmal. Sehr schön. Tieraufrüstung. Ja, aber ich habe keine Tiere. Das ist doof. Segel setzen, wir gehen in die Wüste. Auf zu Expedition 5. So, da fährt es auch schon, unser kleines Schiffchen. Und ich sehe schon, seichte See, Strand. Sieht ja sehr idyllisch hier aus. Ach, dann schauen wir doch mal. Die Reise über den Ozean bescherte uns viele wundersame Begegnungen mit den Kreaturen der Tiefe, bevor wir die Städte unseres nahenden Abenteuers erreichten. Ich konnte es kaum erwarten, herauszufinden, welche Abenteuer uns hier erwarten würden. In den Lagerraum kommt jetzt auf jeden Fall schon mal die Schildkröte, das kommt in den Lagerraum und das kommt in den Lagerraum. Dann können wir vielleicht noch mal ein bisschen Ordnung hier reinbringen. So, jetzt haben wir das Wichtigste dabei, wir können sehr viel plündern. Ja, und wir müssen Wasser auffüllen, denn hier in der Wüste brauchen wir auf jeden Fall Wasser. Und ich nehme, glaube ich, 2-mal Wasser mit, denn wir haben ja jetzt ohnehin noch Platz und wir haben noch nichts dabei. Im Zweifel können wir noch Wasser weghauen, aber mit mehr Wasser beginnen als, ja,
als notwendig ist hier gar nicht so schlecht. Mein Gott, ist das eine große Karte. Die werden ja immer größer. Wann kommt sie an? In 200 Tagen. Das heißt, wir haben ein bisschen Zeit, uns hier einmal umzusehen. Dann gehen wir doch erstmal ins Landesinnere. Gucken uns ein bisschen um. Da ist schon mal ein erstes Fragezeichen. Ein Dorf. Hey! Wir näherten uns mit großer Vorsicht einem unbekannten einheimischen Dorf. Die Dorfbewohner sahen aus wie Mitglieder eines Clans mächtiger Krieger und die Hüter dieser Region. Wir betraten die Siedlung eines nomadischen Stammes. Als wir das Dorf betraten, schienen alle seine Bewohner um ein geheimnisvolles Steingötze versammelt zu sein. Es schien sich um eine Art von Zeremonie zu handeln. Ich hoffte, wir würden immer noch willkommen sein und bemühte mich, dem Ritual nicht im Weg zu stehen. Ein verzierter steinerner Steingötze stand stolz im Herz des Dorfes. Die Bewohner schienen über unsere Ankunft erfreut zu sein und hießen uns mit offenen Armen willkommen. Unser Ruf schien in dieser Region sehr gut zu sein. Die Einheimischen betrachteten uns mit Neugier. Sie waren höflich und boten uns ihre Hilfe an. Ich kannte die Sprache der Einheimischen und konnte mich bald darauf mit ihnen verständigen. Ich könnte so einen Steingötzen brauchen, den ihr hier habt. Das wäre ganz schön. Das wäre irgendwie ganz schön. Wisst ihr, ich brauche den Steingötzen. Oh, eine Voodoo-Puppe. Eine Puppe, die deine Rivalen ins Unglück stürzen kann? Hey. Die würde ich ja gerne haben. Juwelen? Ja gut, das brauchen wir alles nicht. Falschen 3, Händlerfähigkeit auswählen, um den Preis beim Handeln zu reduzieren. Ach so, okay, verstehe. Kein Handel. Wie komme ich denn jetzt an diese Steingötze? Ich übernachte mal hier. Ich wies meine Truppe an, unsere Vorräte abzuladen und uns für die Nacht bereit zu machen. Ein Ureinwohner trat mit einem Angebot an mich heran. Er sagte mir, er habe Informationen über eine weit abgelegene Gegend, die sich sicher als Ziel für eine zukünftige Expedition eignen würde. Allerdings verlangte er eine Bezahlung im Gegenzug für dieses Wissen. Was können wir dir denn anbieten, mein Freund? Wie wär's mit einem Whisky? Na, ein bisschen Feuerwasser, mein Freund? Oh, sehr schön. Ach so, das müssen wir immer hier reinnehmen. Okay, jetzt verstehe ich das Ganze. Dann ist vielleicht ein Whisky auch zu viel. Wie wär's denn mit einem Glas Wasser? Das nimmt er an. Der freundliche Mensch. Er berichtete uns von einer abgelegenen Region, die von sehr seltenen weißen Tigern bewohnt sein sollte. Wir markierten uns das Gebiet für eine zukünftige Expedition. Wir nahmen die Statuette ohne gesehen zu werden und verließen das Dorf so schnell wie vermochten. Tschüss, macht's gut, ich bin mal weg. So, geh erstmal hier hin, da ist noch ein Fragezeichen. Oh, was haben wir da? Eine Höhle erkunden. Oh, da, wir können aufsteigen, sehr schön. Pass auf, er könnte, was ist denn mit ihm? Oh, er ist Kannibale geworden. Das ist nicht so gut. Falschen 4, bessere Preise beim Handeln. Oder bei ihr kocht Fleisch um Geist eher. Ich glaube, ich möchte Falschen 4 haben, weil es lohnt sich doch sehr. Ach, geht gar nicht. Nächste Stufe, Falschen 4. Na gut, dann, kann ich, glaube ich, noch nicht erhöhen. Befördern, 2 von 3. Na gut, seltsam. Höhle erkunden. Wir näherten uns einer Höhle. Der Eingang schien tief in den Berg hineinzuführen. Wir brauchten eine Fackel, um sicher voranschreiten zu können. Aha. Wir entzündeten eine Fackel und stiegen in die Dunkelheit hinab. Wir erreichten eine kleine Kammer, in der die Überreste einer gescheiterten Expedition verstreut lagen. Vermutlich dreckige Franzosen. Die wenigen sterblichen Überreste waren längst verfault. Wir waren erfreut zu sehen, dass eine der verdammten Franzosenleichen noch ein wenig brauchbare französische Ausrüstung in den Händen hielt. Oh, Voodoo-Puppen. Juwelen. Macheten. Oh ne, die kann... Ja, scheiße, Macheten. Ist ja egal. Die Voodoo-Puppen nehmen wir auf jeden Fall mal mit, weil das könnte uns eventuell Zeit erkaufen. Oh mein Gott, wie sie hier steht. Sie sieht schon so ein bisschen aus nach... Wen soll ich kochen? Lecker Franzose. Naja. Es gibt noch viel zu sehen. Was kann ich jetzt hiermit tun? Ich möchte es mal ausprobieren. -1 Voodoo-Puppe. Stirb, Marie Curie, stirb! Was ist das? Ein Steinkreis. Ah, sehr schön. Wir trafen auf einen Kreis aus Steinen, der anscheinend von Menschenhand errichtet wurde und hier können wir Dörfer, Ruinen oder Rastplätze enthüllen. Ich möchte Ruinen enthüllen, denn ich möchte viel stehlen. Oh, hier gibt es viele Ruinen.
Dann gehen wir doch mal hier hin. Wir haben ja genug Wasser mit dabei. Loyalität verschlechtert? Warum? Schrein erkunden. Ein gewaltiges Gebäude thronte über uns. Das Bauwerk war ein Testament der Macht derer, die es errichtet hatten. Der Eingang war von Ranken und Blattwerk verhüllt. Das Gebäude fühlte sich kalt an. Für dieses Phänomen musste es eine wissenschaftliche Erklärung geben. Wir erreichten eine gut erhaltene Zeremonialstätte. Wir sahen uns andächtig in der majestätischen Halle um. Unsere Schritte hallten von den Wänden wider, als wir uns dem Altar näherten. Oh ja. Oh ja. Ich möchte alles haben. Wert 20, Ruhm 5. Pass auf, scheiß auf die Diamanten. Aha, okay. Tschüss. Was für ein glorreicher Tag. Ich trat ein in einen kalten Raum. Mein eigener Atem kristallisierte sich vor mir in der Luft und jeder Atemzug fühlte sich an, als würden kleine Nadeln in meinen Hals und meine Nase stechen. Oh je, hoffentlich passiert jetzt nicht wieder was Schlimmes. Das würde mich doch sehr entrüsten. Wo können wir denn weitergehen? Ich vermute mal, Moment, aber ich versuche einen Weg zu gehen, der nicht gerade so extrem von Dürre geplagt ist. Machen wir so. Oh oh. Es tut mir leid. Oh mein Gott, was haben wir angerichtet? I'm very sorry. This was not my intention. You know? I didn't want to do that. Höhle erkunden. Oh mein Gott, ein bergiges Gebiet. Wir hätten, glaube ich, mehr Kletterausrüstung mitnehmen sollen. Das ist gar nicht mal so gut. Kann ich dich jetzt befördern? Ja, ich kann dich befördern. Aber wie kann ich? Ja. Ach so, er hat jetzt schon falschen 4. Sehr gut. Da unten ist noch ein... Ja, aber ich habe das Gefühl, wir kommen hier gar nicht so wirklich... Und wir müssen hier links unten irgendwo ist die... Ja, wir müssen hier irgendwie durch. Höhle erkunden. Ja, wir entdecken eine Höhle. Dunkel erkunden mit Fackel erkunden natürlich. Oh, der Zugang zu einem gewaltigen Tunnel. Ja, wir wissen, wo das hinführt. Höhle verlassen. Wir sind irgendwo ganz anders ausgekommen. Oh, wir haben die Berge hinter uns gelassen. Das ist sehr schön. Das war unsere Möglichkeit, die Berge zu überlisten. Oh, hier sind ganz viele Gegner. Ein Grabmal. Oh, ein Grabmal. Und sehr viele Gegner. Oh mein Gott, ein Raptor? Was? Raptor? Riesenhafter Vogel? Okay, erst den Vogel. Wir greifen zuerst an. Wir werden ihn einmal treten. Was kann man noch machen? Doppelangriff könnten wir noch machen, aber irgendwie... Ja, doch. Komm, Doppelangriff. Nochmal treten. Das bringt uns leider nichts. Das bringt uns überhaupt nichts. Na super. Ich habe Angst. Großer Schaden, großer Schaden. Aua. Ey, das ist gerade nicht so gut. Wir haben unseren Späher verloren, der uns diese Tretenmöglichkeit sehr oft... Nee, ich meine, der uns die Schildfähigkeit gegeben hat. Das ist jetzt gerade ein bisschen doof. Gegenschlag. Zack. So, und noch einmal. Zack. Und das bringt uns gar nichts mehr, leider. Oh nein! Sehe ich das richtig, dass unsere Köchin tot ist? Oh, was passiert hier nur? Was passiert hier nur? Ruhm. Oh, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Da könnten wir Fleisch mitnehmen, das uns eventuell hilft zu überleben. Ich habe das Gefühl, auch diese Expedition wird nicht unbedingt ja, allzu erfolgreich werden. So, vor dem Raptor würde ich gerne fliehen. Zur Goldenen Pyramide geht es irgendwo da oben lang. Hier, so in diese Richtung. Gruft untersuchen, das würde ich schon gerne noch machen. Die Spitze einer Pyramide war bereits nahezu unter dem Sand vergraben. Es war vermutlich ein Grab, das von einer uralten Zivilisation errichtet worden war. Eine kleine Öffnung führte in die Dunkelheit herab.
Wir betraten die dunkle Gruft. Sie war seit Jahrhunderten nicht betreten worden. Im Zentrum der kleinen Kammer befand sich ein steinerner Sarkophag. Staub stieg in die Luft, als wir die schwere Steinplatte vom Sarkophag hieften. Oh mein Gott. Mondstein. Die Mumie muss ich mitnehmen. Es tut mir echt leid, aber die Mumie muss mit. Was lasse ich denn dafür da? Den Speer könnte ich eventuell noch brauchen. Pass auf, ich lasse da die Fackeln. Das würde ich gerne mitnehmen. Die Fackeln brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Aber wir müssen uns jetzt ziemlich zeitnah in Richtung... Ja, wir schnappten uns die Schätze und machten uns rasch auf den Weg. Wir müssen uns sehr zeitnah in Richtung... Sie hat keine Lebenspunkte mehr. Und er ist stark angehauen. So, Juliette Boucher, ihn müssen wir erstmal heilen. Und Juliette Boucher wird auch geheilt. Nicht, dass sie uns noch wegstirbt. Und jetzt auf zur Pyramide. Und zwar nirgendwo anders mehr hin. Wir müssen jetzt wirklich einfach nur noch weg. Oh nein, oh nein, 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 nein. Nein. Okay, pass auf. Treten. Schaden 3, Schild 2, dann ist der tot. Das macht überhaupt nichts. Schaden 4, dann ist er auch weg. Sehr gut. Ich muss mich selbst heilen. Oh, das sehe ich gerade erst. Jetzt habe ich natürlich alle meine... Oh mein Gott, wir müssen so dringendst flankieren. Schaden 5, Pauz. Und Schaden 1, Pauz. Zur Sicherheit würde ich gerne Verteidigung 2 nehmen. Und dann können wir ihn noch einmal schlagen. Das macht überhaupt nichts. Aber ob wir was anderes kriegen, wir kriegen Verteidigung. Schild 2, sehr schön. Damit sollten wir eigentlich durchkommen. Sie blutet. Oh oh. Den sollten wir jetzt möglichst schnell besiegen. Stabile Position. Nein, treten sollte ihr. Und angreifen. Damit sollte die Sache auch erledigt sein. Sehr schön. Gegenstände ansehen. Ja, nehmen wir die Pelze mal mit. Wobei, warte, wäre vielleicht sinnvoller, das Essen mitzunehmen, oder? Vor dem Verzehr durchhetzen, ja klar. Weil wir brauchen, nee, wir haben Whisky dabei. Wir haben Whisky dabei, wir müssen das nicht mitnehmen, sehr schön. So, einmal Whisky bitte reinhauen. Nom, 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 nom. Ich habe leider keine Medipix mehr. Deswegen müssen wir uns jetzt so durchschlagen. Da müsste die Pyramide sein. Komm bitte dahin. Nein, nein, nein. Ja, Captain Cornelius Carter hat sich entzündet. Das ist aber nicht so schlimm. Wir kommen so schnell wie möglich wieder nach Hause, mein Guter. Denn hier ist die Pyramide und wir können nach Hause fahren. Wir haben jetzt nicht so viel erkundet, wie ich eigentlich wollte, aber unsere Expedition ist wieder kurz vor dem Zusammenbruch. Da möchte ich eigentlich nicht riskieren, dass wir jetzt mit den Schätzen, die wir jetzt gerade dabei haben, das ist ja wirklich... Die goldene Pyramide thronte über dem Umland. Allen Hindernissen zum Trotz hatten wir überlebt. Nach Wochen voller Anstrengungen überkam mich enormer Stolz. Ich wusste, dass der Name Richard Francis Burton der Welt für immer in Erinnerung bleiben würde. Die Geschichte ruft. Boah, das war wieder eine sehr herausfordernde Expedition. Und ich will gar nicht wissen, wie sich die Expedition auf dem schwierigeren Schwierigkeitsgrad spielen. Oh, das wäre ja... Boah. Wir haben keine neue Region. Schade. Für Krone und Vaterland. Was nehmen wir denn diesmal? Dschungelentdecker, Bewegungskosten im Dschungel, Munitionssammler. Dschungelentdecker. Dann können wir uns da nämlich auch ein bisschen besser bewegen. Ich glaube, das hat uns hier schon sehr viel geholfen. So rein vom Gefühl her. So, sie erreicht uns knapp. Aber wir werden jetzt natürlich davonziehen. Und zwar ordentlich davonziehen, wenn wir die ganzen Sachen, die wir dabei haben... ans Auktionshaus geben. Ich meine, wobei, die Pelze hier, Wert 15, Ruhm 2. Na, dann kann ich die Dinger auch verkaufen. So, das Ding geht natürlich an das Museum. Ebenso wie das hier. Die Steingötze behalten wir, die müssen wir ja wem anders geben. Der goldene Teller. Wir bräuchten noch ein bisschen Geld, oder? Wir haben noch eine Expedition, nee, wir haben noch zwei oder eine? Zwei? Wir haben noch eine Expedition vor uns, glaube ich. Das müssten wir eigentlich hinbekommen, wenn wir die Expedition nicht komplett versauen. 55,
20, naja, ich bin mir unsicher. Geldwert 40. Pass auf, das hier geht hier hin. Davon geht eins dahin und eins hier hin. 2525 Ruhm. Aha. So, ja, tatsächlich, wir stehen vor unserer letzten Expedition. Sie ist irgendwo, Moment, die endlosen prähistorischen Ländereien? Was ist denn? Lauernde prähistorische Ländereien? Wo, seid ihr alle in Atlantis oder was ist los mit euch? Die Alompani-Dschungel der weißen Tiger. Ach so. Ja, das hat er uns ja vorgeschlagen, der Eingeborene beim letzten Mal. Das heißt, wir können entweder dahin oder in die prähistorischen Ländereien. Ich würde die prähistorischen Ländereien bevorzugen. Da werden wir uns nächste Folge hinwagen. Da werden wir dann auch ein paar Dinosaurierknochen hoffentlich finden können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir unsere spannende letzte Expedition für dieses Mal angehen und dann schauen, wer der beste Erkunder der ganzen Welt ist. Bis dahin verabschiede ich mich mit einem sehr neugierigen Tschüss.